sagen. Herzlich willkommen zu den Astralkörpern Australiens. Ich bin der Kalle und ich bin auch mal wieder dabei. Scheiße, und das ist schon die Runde. Wir sind natürlich wieder bei TDT am Start. Am Start ist auch der Bart, der Kutschi, der Henno. Ihr kennt die Leute alle. Also ich bin zwar schon tot, aber ich wollte noch mal erwähnen, dass australische Astralkörper, glaube ich, die geilere Alliteration gewesen wäre, aber gibt trotzdem eins Minus. So, jetzt halt ich mein Maul. irgendwie war ich noch nicht im Aufnahmemodus und hab so am Anfang umgeballert. Gut, das gibt dann natürlich Punktabzüge. Warum ist hier so ein Bogen in der Luft? Kann ich den nehmen? Ja, ja, ist meine Frage, vielleicht hier, wenn wir auch gerade in der ersten Folge sind. Ich wollte das mal reinwerfen. Hat einer von euch schon mal Among Us gespielt? Nee. Nee, aber habe ich mir letztens auch... Könnte man vielleicht auch mal mit der TTT-Runde spielen? Nur mal das jetzt mal hier reinzuwerfen. Ja, schreibt's doch mal in die Kommentare. Hab ich auch drüber nachgedacht, dass wir auf Twitch nicht gesehen. Mit den kleinen Astronauten-Dingern, ne? Ja, ja, genau. Das sah sehr, 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 sehr interessant aus. Hallo, hört ihr mich? Ja. 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 Optimus Max? Wir Max sind so am Laggen. Oh, jetzt hat's bei mir Ingame geleckt. Da wisst ihr, was halt mega das Mindgame gewesen wäre, wenn ich Traitor bin und dann sage, ich habe Sola weggemacht, weil ich dachte, das ist der Anfang von der Runde. Bin aber wirklich Kal Inno. Hat auch noch nie jemand gemacht. Also, Fless ist Traitor. Wollen wir ihn töten? Ja, bitte. Schon, bitte. Das sagt Kalle nur, weil er Traitor ist. Ja, wieso soll ich das sagen? Weil es im Spiel um Lügen geht. Ja, du lügst doch den ganzen Tag wie gedruckt. Das stimmt. Alter, das Spiel leckt bei mir aber auch, muss ich ehrlich sagen. Ja, bei mir gar nicht. Ich hab einen übelsten Revolver, ey. Bei mir ist es mega flüssig. Der hat einen 7er Ping. Bei mir ist... Der wohnt quasi beim TTT-Server. Wohnt im Bikini-Bottom drinne. Leute, so flüssig wie die Arschritze von Sola. Ich hol mir jetzt die Kraftburger Deluxe. Okay, woher weißt du das? Kann man eigentlich... Gibt es eigentlich Leute, die Quallen essen? Ja, sicher. Boah, ich kann mal eine Person. SpongeBob. Ja, aber wirklich, kann man Quallen essen? Was gibt bestimmt eine Spezialität? Locker, oder? Schön gebraten. Schön gebraten. Quallen sind für mich aber auch keine Tiere. Die geben mir einfach auf den Sack, die Viecher. Ja, was hast du denn gegen Quallen jetzt? So, genauso wie Hunde. Wo triffst du denn jemals eine Qualle? Bitte? Wo triffst du denn jemals eine Qualle? Im großen Braunschweiger Binnenmeer, weißt du? Da sind so viele Quallen. Binnenmeer. Ich hab die, kann man den Stein von Patrick irgendwie anheben? Weiß das jemand? Hast du gerade blutet? Die blutet, guck. Krass. Ja, bei mir blutet da gar nichts. Doch, guck hier auf meiner Seite. Zum Dings, zum Abfalleimer. Hat jemand wo ist Sterzig eigentlich? Warum ist der missing in action? Alter, die blutet wirklich. Ja. Sterzig. Rechts, links. Können Quallen bluten? Ja, halt doch mal dein Maul mit Quallen. Nein, hier ist Plankton. Oh, Secret has been found. Wo? Steht oben rechts bei mir. Ich hab die Krabbenburger-Formel abgegeben. Oh, der ist angefallen. Leute, sag was. Ich hab ihn erschossen. Ich hab Plankton erschossen. Nein, Max. Hast du den da aufgehängt? Nein! Du Monster! Oh mein Gott. Einfach Plankton. Kann Trader bitte mal den Haken aktivieren? Ich will wissen, was passiert. Kommst du auch an die Oberfläche wie bei dieser einen SpongeBob-Folge, ja, wo du wie so kleine Puppe aussehen? Kalle! Scheiße! Das war auch nicht ganz so. Mann, ich stand ganz kurz in einer Reihe und ich dachte, wenn ich jetzt abfeuere, dann geht's los. Ja, der hat ja recht, du warst der Trader. Ja, ja. Bing, bing, bing. Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde CTT. Jetzt auch mit dem Sola. Schön, dass du es geschafft hast. So, wo bist du? Hast du letztes Solo-Tür-Game noch gewonnen? Ja, so richtig intens, Alter. Scheiße. Das habe ich mich auch gefragt, als du letzte Woche einfach gar nicht da warst. Ich muss kurz nochmal Maus langsamer machen hier. Bing, oder wollen wir eigentlich so ein 3-Sterne-Michelin-Hotel angehen? Ja. Also ich bin ehrlich, ich verstehe kein Wort, was ihr sagt. Ja, und ich habe eine Wette gegen Sola am Laufen. Wer ist der höher als nächsten Monat? Bart, wieso bist du raus? Lautstärke. Ich bin höher als ihr nächsten Monat, glaube ich. Glaub ich. Ja, wo denn? Bist du in den Berg? Auf der Zugspitze? Nee. Jetzt zieh mal runter. Nö, ich hab weiterkommen. Ich bin sehr hoch in der Elo aktuell. Die Qualle hat mich gerade fast getötet. Nein, hä? Was laberst du? Wenn ich das nächste Mal treffe, dann schreibe ich dir. Oh. Ich hab Chat aus. Kann man hier an den Haken ran? Hab ich den Twitch-Chat. Ja, voll unrealistisch, die Map. Ich möchte übrigens nochmal feststellen, dass ich einen Fischerhut auf habe. Und ich finde das super. Du hast einen Fischerhut auf? Apropos Fischer, Mann. Gibt's eigentlich Leute, die Fisherman's Friend kennen? Ja, Friends, Alter. Ja, natürlich. Sind sie zu stark, bist du zu schwach? Aber gibt's auch Leute, die das essen? Nein. Ja, ich doch. Der Hans nimmt ins Büro immer Fisherman's Friends mit und ich esse die immer alle weg. Weil du Mundgeruch hast, ne? Aui. Hä, nee, die sind mega geil. Was? Ja. Schmeckt nach Quallen. Nö, aber die guten Qualen. Schmeckt nach Qualen. Schmeckt es nach Qualen oder nach Qualen? Ach, Qualen. Auf Christus, der war gut. Der Wüstmanns Friend wahrscheinlich auf A. Danke. Oh Junge, guck mal, wie schnell ich schießen kann, Nico.
Jo, warum gibt's Esspapier? Das ist doch die... Richtig dumm. Ja, aber so Esspapier-Geld fand ich früher nice. So ein Huni fressen war immer geil. Ganz ehrlich, friss doch einfach normales Papier. Das schmeckt aber nicht. Kennt ihr den von SpongeBob? Auf Esspapier schmeckt. Der Bär? Wo man sich in den Kreis stellen muss. Ah, ja, ja. Das Rhinoceros, oder? Oder? Der war so ein Bärfisch. Ach, von der Pfadfinderfolge. Seebär. Genau, der Seebär. Oh. Ja, genau. Jetzt hab ich so eine Katze in der Hand. Wer ist denn ein Traitor? Sag doch mal. Ja. Sag doch mal jetzt. Ey, Kalle, ja, jetzt auch. Nach. Wieland sagt gar nichts die ganze Zeit, ne? Voilà. Wieland überhaupt dabei? Aber der streichelt die. Ja. Ey, bei mir leckt es übelst. Wo hast du das Rezept gefunden, Bart? Du musst erst einen Schlüssel finden, damit musst du den Tresor. Du bist ja kompletter Sherlock Holmes. Ich hätte gerne einen Krabbenburger. Taschlik Holmes. Kann mir jemand einen Krabbenburger verkaufen? Leute, das ist ein Notfall. Will jemand einen Krabbenburger kaufen? Gibt's ja auch den Pfadfinderstein. Geile Map. Alter, ich geb dir den Krabbenburger hier durch. Geht ja nicht mal. Scheiße. Die Burger auf der Platte. Die sind schusssicher. Ich hätte gerne extra Gürkchen. Yo, Bart, warum bist du wounded? Yo, hier, warum bist du hört? Du bist Senf. Achso, ja, danke. Ich bin runtergefallen. Hä? Hier ist die große Krabbe. Ist die Pizza für dich. Wer ist da? Ja, kann mal jemand anrufen? Kalle hat eine Katze. Ja, und die sagt auch mal. Ich verpiss mich. Ich hätte gern einmal eine Large Coral Bite. Ey, raus aus dem Tretershop. Tretershop? Alter, was machst du hier unten? Raus aus dem Tretershop, Sterzek. Sterzek! Oh. Was denn? Jemand ist umgefallen. Ich hab hier bestellt und da kommt nichts an. Jemand ist Alter, ist hier das gehört? Büro? Ja, von Krabbenbürgermeister. Wie heißt der? Unnormale Aktion. Mr. Krabs. Von Krabbenbürgermeister. Krabbenbürgermeister. Okay, wer hat die Frage? Warte. Hey, Jula. Was denn? Wen hast du da umgeschossen? Übrigens, ich hab nichts umgeschossen. Bevor wir jetzt hier. Nimm deine Banane aus meinem Gesicht. Sollten? Ja, da weil ich ist doch auch keine Leiche. Hier liegt überall Blut und da vorne sterben Leute. Ich hab gar nicht gereiht, dass die Banane irgendwie krass ist. Das Max war und Soda oder was? Nee, ich bin direkt neben das, ich weiß nicht. Ich wusste, was ich. Ich kenn das Spiel nicht. So aus dem Raum gefeuert. Max lebt noch, oder? Ich kenn das Spiel nicht, Leute. Ja, Max lebt noch. Okay. Ja, ich leb noch. Also, es sind noch wir vier. Alter. Echt? Ja, aber wir haben keine Leiche. Halt. Nein. Ja, die sind hier im Raum. Also, hört ihr mich? Heute hört man die Lüge bei dir. Man hört dich, ja. Okay. Bei wem? Bei dir. Heute. Hey, du laberst doch. Was war denn mit der Leiche? Geh weg von mir! Geh weg von mir! Ich hab auch noch einen Freekill eigentlich für die erste Runde. Ich bin nicht Traitor, geh weg! Wenn du Ära hast, bleibst du jetzt stehen für die erste Runde. Nein, weil ich aber nicht Traitor bin, lass mich in Ruhe. Wir müssen das Spiel gewinnen, Nico. Wir müssen das Spiel gewinnen. Unfair. Soll ich ihn wegmachen? Ich hab keine Ahnung, dass sie da jetzt so böse waren. Was war mit eurer Leiche oder da Maxi unten? Mehr. Da war keine Leiche, er hat das schon Bullshit erzählt. Aber Vlesk hat gemeint, du hast da wieder umgeschossen. Ja, hab ich aber nicht. Ich mach ihn jetzt weg, ist mir egal. Ich bin... Alter, ich bin nur geballert. Solar Trader, oder? Ja gut, Solar, da muss ich dich leider wegmachen. Ja, okay, ist okay. Hä? Wer war mich da weg? Nee. Das würde halt kein Trader machen, was du gerade getan hast. Aber dann es muss es ja sein, wenn Max Confirmed Trader ist. Also bei mir ist Vlesk der einzige, ich glaube, ich sterbe. Ist, by the way. Ich bin eine Bärenfalle. Dann ist Sola. Kutscher, ich glaube, die wollen uns Mindgame, Kutscher. Aber welche die? Du? Ja, ich weiß auch nicht. Ah, ich lebe. Ich habe überlebt. Warte, du kannst mich gleich wegmachen. Das ist jetzt schon wieder so ein Ultra-Mindgame. Ist das Kalle Sterzig? Hä? Ich habe gerade 3 Tode auf einmal. Warte mal, dann ist Bart noch, oder nicht? Ja! Bart! Der Bart lebt noch. Jetzt bricht das Kartenhaus zusammen. Also hier ist noch ein Buddy, aber ich identifiziere nicht, weil wir wissen ja schon, wer tot ist. Ich weiß nicht, ob ich dir trauen kann, Sola. Okay, ich identifiziere. Ja, nee. Nein, lass den Buddy einfach. Der muss ja was machen. Ich bin aber. Okay, wir warten. Soll ich mich von dir entfernen oder wollen wir zusammenbleiben? Kutscher, oder? Ja, komm mir einfach nicht zu da. Aber okay. Ich habe hier eine Shotgun auf, das ist useless. Okay. Ich bin so scheiße in Mindgames. So, Bart. Ich muss sagen, Barts Runden sind auch not bad inzwischen, ne? Der lauert halt so. Ich hab halt so Angst, dass der gleich irgendwie so das Giga-Mindgame rauskloppt. Ja, aber was kann er uns denn jetzt hier noch Mindgame? Wo versteckst du dich überhaupt schon wieder? Nicht, dass du jetzt noch Mindgame machst. So, ich bin hier bei den roten Bussen. Die nach Bikini. Wie hieß dieses? Nicht Bikini Bottom, sondern die andere Stadt. Rock Bottom. Oder. Was hast du denn? Ich bin. Alter. Mittlerweile sind Barts Runden. Okay, da hast du mich aber richtig hops genommen. Wir sind Barts Runden mittlerweile aber nicht schlecht.
Jetzt spricht das Kartenhaus. Oh, vor allem, ich wollte gerade eine richtig wichtige Frage stellen und dann tötet Max mich mit seinen scheiß Bananen in der Hand. Alter. Ich habe mir überlegt, ob ich ihn jetzt so richtig eklig wegmache oder einfach so richtig stumpf und trocken. Und das hat stumpf und trocken. Also, du hättest mich halt auch da, als ich Wes gekillt habe, schon killen können, aber es wäre zu langweilig gewesen. Ja, genau. Aber er wollte sich einfach nur leiden lassen. Sind im Krabbenburger wirklich Krabben drin? Nee, Alter. Ja, du kennst doch die Geheimformel nicht. Ja, vor allem, oder? Nee, Alter. Mr. Krabs ist locker Quallen drin, die scheiß Drecksviech. Mr. Krabs verscherbelt seine Kinder und gibt ihnen die Leute zu fressen. Der züchtet die da bei sich im Keller mit hier, wie hieß die Wahl nochmal? Perla. Genau. Die hat er da gefangen. Du wirst heute 16. Warte, was machst du da? Heute geht's um dich, Girl. Oh, Leute, ich hab's übelst geleckt. Ich weiß nicht, ob ich gerade. Ja, bei mir auch. Alles gut. Ohne Witz, SpongeBob reilt man auch erst, wie genial das eigentlich ist, wenn man schon so 80 ist. Ja, sowieso. Ja. 80. Das ist genauso wie bei Dirty Dancing, Alter. Das ist mehr dirty als Dancing in Wirklichkeit. Dirty Dancing. Denken Sie Dongsi, ey. Dongsi, Dongsi. Dirty Dancy. Wir alle sind Zaubernüsschen. Yeah! Wow. Hört mich nicht, hört mich nicht! Nein. Hau ab. So, war das hier unten für ein Rohr? Leute, wenn ihr. Ja, Kalle! Ja! Wenn ein Crowbar schlagt, dann kommt so ein Saftgeräusch raus. Achso, hier bin ich vorhin runtergefallen. Ehre. Die ist wirklich saftig. Ja, sehr saftig. Aus der Tür, aber ich glaube, die ist schon ein bisschen überreif. Aus der Tür auch? Ich glaube, ja. Okay, jetzt kann noch jemand das Lagerfeuerlied? Natürlich. Jetzt kommt das Lagerfeuer, sing das Lagerfeuerlied. Das L-A-G-F-E-U-L-E-Lied. Das Lied geht noch viel schneller, denn jetzt standet es so mit, darum singt er es doch ganz einfach mit. Bam, 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 L-A-G-F-E-U-L-E-Lied. Darum singt er es doch ganz einfach mit. Bam, bam. Schön, danke. So, was geht jetzt? Oh, ich dachte gerade, das ist eine Taube, Alter. Was der ist das? Plankton. Alter, ich hab letztens unter Sterzigs Kommentar Folge mal einen geilen Kommentar gelesen. Da musste ich übel lachen. Hat einfach nur geschrieben, falls jemand sich wundert, das ist von How I Met Your Mother und das hat einfach 80 Likes gehabt. Oh ja, das habe ich auch. Oder irgendwie so, oh, wie ich erst jetzt gecheckt habe, dass es von How I Met Your Mother ist. Falls sich jemand wundert, finde ich aber auch gut. Man kann hier das Sailor's Surprise bestellen. Was meint ihr, was ist das? Locker einfach einen Schwanz in deinen Arsch. Den hast du es gegeben. Ja, den nehme ich. Komm sofort. Ein Schwanz in deinen Arsch. Also die Wurst schon wieder super hier. Kannst du bitte nochmal ein bisschen Apache zitieren? Ach, stimmt, was habe ich letzte Woche immer gesagt? Du Bastard. Ach ja, du Bastard, du Schwätzer. Kannst aber sauber Mann sein. Ich bin Patsche, der Gangster, der ab und zu sein Tanzbein schwingt. Genau der. Ich könnte einfach, während ich nicht aufnehme, auch Mucke, weil ich heute einfach Patsche werden nebenbei. Ja, mit dir ist alles kein Problem. Oh nein, ich hab nur 9 Schuss. Aber ist eigentlich schon mehr gestorben? Sind die Trader irgendwie dumm? Nee, die Trader sind dumm, ja. Trader sind unnormal dumm. Wenn ihr Trader seid gerade, dann seid ihr dumm. Die Runde von Patsche gerade wird schwer zu toppen. Oh, ein Fisch! Stimmt. Du, da ist der Seebär! Der Seebär! Geht der ein? Warst du im Kreis? Hat den wahrscheinlich hier einer von euch Kreis, aktiviert. ist das ein Trader-Ding oder was? Jo. Boah, jetzt sind wir ja aber alle gerade auf dem Haufen. Wusste ich nicht, weil war ja noch nicht Trader hier. Hä? Aber irgendwie ist die Map mega klein, kann das sein? Die Dings hier, die kann auch angehen, die Qualle oben in der Luft. Boah, ich hab Qualle, ne? Die kann bluten, guck. LOL. Oh. LOL. Jetzt hat jemand die gerade aktiviert. Ja, ich hab gegengeschossen. Oder Kalle? Naja, aber... Naja, aber... Also ich stand hier und hab gegengeschossen. Ja, aber die kann doch in dem Moment jemand aktiviert haben. Ja, wer stand da? Weil, wer? Was hier? Ach, da haben auch viele drauf geguckt. Die kann man auch von überall aktivieren. Außer ja, das stimmt schon. Ja, okay. Ich lebe noch. Ich dachte, man muss direkt daneben stehen. Deswegen war ich direkt im Verteidigungsmodus. Der an seine Klarinette geschrieben hat. Lies mal vor. Was ist das? Ist ein bisschen schwierig hier geschrieben von der Handschrift. Irgendwas von wegen, liebe Klarinette. Die P-Fallen Buddies? I have been entired Oh, muss man hier zwei Leichen hinbringen? Der Clarinet. Ja, was passiert hier? Das Licht ist zu hell, ich kann es nicht lesen. Ein Geräusch gemacht. TP-Form Bodies. Was heißt TP? Teleport. Goodbye. Ja, aber. Squidward. Der gestorben? Also, wer macht denn hier so Leuchte auf der Map, die löschen? Hm. Sebastian? Ja, ich lebe. Jetzt nicht mehr. Hm. Das ist gerade schon jemand dazu gestorben? Völlig, es ist schon ruhiger geworden gerade, oder? Ja, irgendwie. Ich schieße so ein Fass hier gerade ab. Philipp! Ja, ich lebe auch noch. Was, Philipp? Nico? Ja? Es ist Kutschcraft. Leben ja alle noch. Alle?
Kann man, was, hallo? Was macht gleich knallt's, Leute, noch eine Minute. Ja, gleich jetzt hier rund. Samba, Samba. Was ist das für ein Haken? Da kannst du dich ranstellen. Dann ja. Der Trader sollte es jetzt aktivieren. Haken. Okay, kann das jemand mal machen, der Trader ist? Der beeilt sich. LOL. Wie explodiert es oben? Hat der wirklich funktioniert? Kann Trader das mal machen? Der Haken hat funktioniert. Kann man ihn nicht confirmen? Sieht er warum macht er das? Er oben an der Wasseroberfläche. Er wurde gar ich glaube, Kutscher hatte einfach keinen Bock mit mir zusammen, Trader zu sein. Sandys Glocke. Also, Philipp, du hast schon einfach auffällig drauf geguckt, ne? Was kann man halt von überall an? Ja, er tötet mich einfach. Ich kann verstehen, wie du mich verdächtigst. Ja, ich verfolge dich auch gerade so ein bisschen. Du haust ein bisschen von der Gesellschaft ab, Fräulein. Als ja, weil ich meine Hose zerrissen habe. Kam der große Larry mit seiner Muskelkraft. Ich dachte, es wäre keiner auf meiner Seite. Plankton sich zum sogar Sandy. Hey, T-Speak singen geht halt wirklich auch einfach nicht. Wir machen einfach demnächst unser eigenes SpongeBob-Song. Ja, Mann. Ich hab können wir mal so, auf können wir echt mal irgendwie so The Dome Spandau machen oder so? Und dann, was hast du da für eine Waffe? Ist eine Sniper. Da wirst du eine CD irgendwer rausbringen? Ist gestorben. Irgendwer ist gestorben. Sola? Ja, ist Overtime. Irgendjemand ist nicht Sola lebt. Alle? Kalle ist halt gestorben. Kalle ist halt gestorben. Ja, der hat nicht mehr viel Zeit, der Trade. Ach, ja, ja, ja. Oder bei die Fische. Der ja, ich glaube, es sind Max, Max und Sterzig oder Bart. Max und Sterzig oder Bart. Ja, ich bin's. Okay, Max ist nicht. Max ist nicht. Vorhin versteckt. Kutscher ist Gigalow. Gibt's aber nicht. Sorry, kann ich aber irgendwie nicht gerallt. Also irgendwie muss ich sagen, Alter, ich, lag ich stand da so und ich ja, denk so, ich irgendwie Sola hängt an dem Ding, ich hab's irgendwie gar nicht gepeilt. Ich denk so, kann da mal einer draufdrücken und ich guck dich so an und du drückst halt wirklich drauf und ich denk so, was ist los mit ihm? Ich weiß auch nicht, ich dachte, ich kann da das irgendwie noch nutzen, weil dann, ach, I don't know. Das ja. Geile ist, wenn, geil du ist Max sagt, wenn du sagst, Max ist Traitor und er so sagt, ja, ich bin's, dann weißt du sofort, dass er nicht Traitor ist. Ja, und wenn ich hä sage, dann ja. Bin ich immer Traitor. Ja, hä? Das sind so einfache Mechanismen. Ich bin eigentlich sehr leicht zu lesen. Eigentlich bin ich sehr leicht zu reden, aber... Ja, Was eine Schmutzrunde. Ja, ich hab da irgendwie zu Ende gedacht. Ja, jetzt wirst du erschossen. Oh. Come bucket. Max hat gerade... Max hat grad, was? Bart mit dem Bart ist schon tot, oder was? Ja, ja, Bart ist... Warum habt ihr Bart getötet? Ja, es war so ein... Eigentlich war das jetzt so ein South Park-Moment, weißt du? Gerät. Also es ist halt so verlockend, wie so ein Drogen. Guck dir mal die Knarre hier an. Es war... Richtig verlockend, der gerade den Burner weg. Ja, ja. Dann mach... Das ist ein Oschi, oder? Das ist auch gerne. Dickes Ding. Willst du wieder haben? Der arme Junge, Alter. Ja, pass mal auf. Aber er kann vielleicht dienlich sein. Wie denn? Ja, ich hab da Alter, was ist hier los? Was gesehen. Er hat Bart umgebracht und ich will gucken, was er mit der Leiche macht. Aber ja, du bist zu schnell gelaufen, ich weiß gar nicht, wo du bist. Was ist das? Ein Geräusch. Laser. Oh, läuft! Oh, 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 what? Wow! Alter! Oh, Laser, Alarm! Junge, Junge, Junge. Junge, Alter, ich hab mich halt legit richtig. Naja. Was war das? War das die vollen Bodies Ding? Er ist gestorben. Holy shit. Aber jetzt ist niemand gestorben. Oder? Nee, nee, war es nicht, oder? Kannst du meinen Trader hier draufdrücken? Hm? Ich bin da. Ja, also ich kann ja jeder. Letzte Runde übrigens Trader, da war nachher meine Credits einfach weg, als ich da aufgedrückt habe. Nee, was? Achso, das kostet 2 Trader. Credits, was? Wie alle jetzt einfach Bart begutachten. Hä, aber. Alle mal draufdrücken, damit keiner mehr Credits hat. Ja, jeder muss nein. Aber jeder muss nein. Jeder muss nein. Jeder muss nein. Wie? Was ist das? Ich weiß nicht, ich glaube, dann teleporten hier alle Leichen. Gleich kommen wir Ding, ding, dong, dong. Ding, dong, dong. Ding, 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 TP fallen bodies, 2 credits. Vielleicht, falls jemand oben stirbt. Aber es ist überhaupt nicht worth. Ding, 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 dong. Null. Also, du kannst deinen Trader-Kollegen herpacken. Da, 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 dong, dong. Ah, der Thomas ist einfach. Ding, ding, ding. Was ist denn ein Kelp-Shake? Alter, die arme, der arme Bart, ey, der wird hier richtig geschändet, ja, ja, Bart, also... Warte, ich schieß ihm in den Kopf. Ich hab tatsächlich irgendwie so am Anfang der Runde ist man immer so ein bisschen... Overhyped, ne? Ja, und dann ist ja auch nur Aufwärmphase so lange und... Ich glaube Kalle und, wer war denn hier? Wer von euch hat Sola umgebracht? Was ist denn da? Fless, willst du mich verarschen? Du standst genau vor ihm, hast ihn erschossen. Was ist los mit dir? Hä? What the fuck? Jetzt red ich nicht raus! Überhaupt nicht! Du Affe, Alter!
Und jetzt kommt hier Kutscherhimmel hinterher und ich werde wieder beschuldigt. Ohne Scheiß. Warum hast du ihn dann noch nicht erschossen? Ja, weil ich mich natürlich erstmal rechtfertigen muss hier. Ey, steh bleiben. Oder was ist das denn für eine Rechtfertigung? Ja, dann töte den Flessen doch. Ich weiß ja nicht. Also, der hat gerade einfach so da erschossen. Und kamst du dazu? Stehen bleiben oder ich schieße. Stehen bleiben oder ich schieße. Okay, hier. Ja. Das ist das schlechteste Mindgame, was ich in 100 Folgen. So. er hat original gerade. Hat original einfach Sola erschossen. Kalle ist so. Kalle ist er auch. Hey! Schießt du auf mich? Du bist es auch. Ich bist es auch! Er hat mich einfach komplett runtergeballert. Ja, also, da habe ich mich einfach nur gewehrt. Ja. Stetzig, was meinst du? Willst tun. Alle, schmeiß mir bitte deine Waffe weg. Also ich muss jetzt hier auf Nummer sicher gehen. Wie machen wir das? Mit E oder so. U, E, G. Q. U, so. Ja. So. Gut, dann haben wir den jetzt erstmal entwaffnet. Ja, was mit Solas tod? West ja, Sola wurde ja gerade von Fles getötet. Was mit. Ach ja, Bart so, und dann kam Kutscher dazu und dann schießt er und sagt so, das bist du auch. So. Du bist auch das Trailer. So. Ich fahr jetzt Auto. Gut. Also, Stetzig, was. Hast du irgendwas, was für dich spricht? Bing, 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 bong. Ich bin innocent. Ja, gut. Bing, gut, bing, gut. Bong. Ja, dann ist ja Kalle, ne? So. Ja, Flesser, komme ich nicht mehr raus aus der Nummer. Naja, niemand hat gesehen, dass ich Sola weggemacht habe. Doch, Kutscher kam genau hinter dir. Hast du irgendwas, was für dich spricht? Nicht mal hinterfragt, ich bin inno. Gut. Umlag. So. Gucken wir nochmal auf das Scoreboard hier. Max bei Kalle oder Vless bei Kalle? Karma? Dann Vless bei Kalle. Gut. Nächste Folge kommt bei? Super, diesmal wirklich. Max. Bei Max. Maximilian Knaby. Knaby, yay. Macht's gut. Schön Cluedo, könnt ihr euch drauf freuen. Tschüss.